Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 2. Wir starten heute rein in die erste Mission der britischen Kampagne. Und zwar spielen wir diesmal als Sergeant John Davis in Nordägypten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Let's go! Natürlich auf Söldner. 1941. Der Wüstenfuchs, ein deutscher Feldmarschall, trifft in Libyen ein, um das Kommando über das Afrikakorps zu übernehmen. Innerhalb weniger Monate nimmt der neue Stern am Himmel der deutschen Armee die Gebiete ein, die vor seiner Ankunft vom britischen Commonwealth besetzt wurden. Obwohl sie eigentlich deutlich in der Unterzahl sind, gelingt es dem Afrikakorps mit der überlegenen Reichweite und Panzerung seiner Panzer, es mit den Alliierten aufzunehmen. Im Juli 1942 drängen der Wüstenfuchs und sein unaufhaltsames Afrikakorps in einer Reihe klassischer Blitzkriege die britischen Truppen nach Osten durch die Wüsten von Libyen bis nach Ägypten. Jetzt, Ende 1942 und rund 100 Kilometer vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt Kairo, bereiten sich die Truppen des britischen Feldmarschalls Montgomery, zu denen auch die Desert Reds der 7. Panzerdivision gehören, auf den Widerstand gegen die deutsche Offensive vor, um die Initiative zurückzugewinnen. Oktober 1942, 19 Uhr, El Alamein, Ägypten. Teils bedeckt, 12 Grad Celsius. Unser Trupp hat die Aufgabe bekommen, einen Überraschungsangriff auf ein abgelegenes feindliches Versorgungslager anzuführen. Montys Plan ist es, mehrere Angriffe zu starten, um die Aufmerksamkeit der Deutschen von seinen Truppen weg nach Norden zu lenken. Ohne ausreichende Treibstoff- oder Munitionsreserven wird es der deutsche General mit seinem Afrikakorps mitten in der Wüste nicht lange aushalten. Sergeant John Davis. Das könnte jetzt 1. Panzerdivision oder 7. Panzerdivision heißen. Der Strich ist da sehr ungünstig gewählt. Aber gut, Leute, damit starten wir rein. Let's go. So viele Truppen! Habt ihr eine Brücke über den Ärmelkanal gebaut? Queen Six, hier ist King Six. Feindliche Panzer verlassen das Depot. Setzen zum Angriff an. Ende! Das ist das, Männer. Unsere Köhler sollten diese Panzer ablenken, während wir deren Versorgungen vernichten. Los! Alles klar, dann gehen wir mal direkt rein, Leute. Diesmal mit der Lee Enfield und der guten Thompson. Okay, direkt rein in die Schützengräben. Ich hätte lieber die M1 gehabt, ich bin ehrlich. Die M1, die ist es einfach. Alter! Alter, es ist echt hart, okay? Es ist echt hart auf Söldner. Und sie werfen wieder Granaten. Staffam, schön vorsichtig. Okay, wir müssen uns direkt mal umrüsten. Ich nehme direkt die MP40 mit. Für die Grabenkämpfe, glaube ich, ganz von Vorteil. Okay, das Ding ist erledigt. Hit! Shit, 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 schwere Geschütze! Okay, die Bunker, alles klar. Das muss dir auch so die Ohren wegschallern, wenn du da drin bist. Und da geht die Granate hoch, Alter. Ich will nicht mit den Jungs tauschen. Ich will wirklich nicht mit ihnen tauschen. Alles klar. Wo sind meine Jungs? Wow! Verdammt Mistkerl, ey! Wieder einen Salto geschlagen hat, ey! Bleib liegen! Ich hau dir in den Arsch, Junge! Okay, schön unten bleiben! Schön unten bleiben!
Keine unnötigen Risiken, sagte er und pushte volle Kanne in den Graben rein. Dieser Drecksbunker. Okay, wir müssen ihn erst ausschalten. Komme ich da überhaupt durch? Komme ich zu denen rüber? Wow! Okay, ich glaube, wird schwierig. Ich glaube, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Ach, da drüben, du kleiner Penner. Da haben wir wohl einen übersehen, Jungs. Okay, okay. Ranking, nah bei dir bleiben. Verschießt diese Ziele. Boah, ihr kleinen granatenwerfenden Idioten, ich hasse euch! Oh, bitte, bitte sei weit genug weg. Schwein gehabt. Einfach mal Schwein gehabt. Glaub ja nicht, ich sehe dich nicht. Du! Drei Granaten werfen die? Komm, 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 komm! Nein, nein, nein! Nicht jetzt! Auch warum denn gerade jetzt? In den unnötigsten Momenten, ey. Aber 20 Schuss im Magazin ist halt auch echt nicht viel. Vor allem nicht, wenn die sich hier zu den übelsten Tanks entwickeln. Das war nicht cool jetzt. Vorher hat er da nicht rausgeschossen. Oh, ich kann hier halt auch auf der Treppe nichts machen, ne? Okay, hab sie. Hallo, Davis! Wir müssen zu Bryce und McGregor stoßen! Geh runter da, verdammt! Junge, alles kann dich einfach töten hier. Wo ist denn der Penner, der hier die ganze Zeit auf mich schießt? Okay. Wo geht's denn lang? Immer schön dem Stern folgen. Leute! Tommy ist auf dem Weg! Er braucht Hilfe, er wurde getroffen! Trupp 2, vorwärts! Geben mir Sergeant Davis und seinen Jungs Feuerschutz! Warte mal, seid ihr unsere oder? Ne, das sind schon die Deutschen, ich bin schon richtig. Die haben sich gerade irgendwie so friedlich verhalten, ich weiß auch nicht. Passt gar nicht zu denen. Captain Price! Captain Price ist auch am Start. Oh Gott, er hat sogar seinen legendären Schnauzer. Das ist einfach fucking Captain John Price. Die frühen Jahre. Da muss er aber ganz schön jung sein. Ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube nicht, dass das der John Price ist. Vielleicht ja sein Dad? Ist er etwa John Price der Zweite? Okay, Bombe liegt! Runter, runter, runter! Ah, direkt bei den Benzinfässern, gute Idee!
Okay. Das war vielleicht vorauszusehen. Vielleicht. Alter, er geht aber auch nicht runter manchmal. Er legt sich manchmal einfach nicht hin. Alter, geh doch in Deckung. Okay, ich muss die Thompson mal wegpacken. Die hat ein ähnliches Problem wie die PPSH. Oder PPSCH. Ich sag irgendwie immer PPSH. Verklagt mich doch, wenn ihr wollt. Oh, shit, Alter, die Benzinfässer. Ja, die Waffe ist auch scheiße. Okay, dann doch lieber wieder die Thompson. Okay, Ladung liegt. Bin schon dabei. Aber er klingt auch ein bisschen wie Price, ne? Er klingt einfach auch ein bisschen so. Ich glaube, er ist es doch. Ist Price vielleicht einfach unsterblich? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Aber er klingt so und sieht aus wie er. Muss ich die Benzinfässer... Yep, ich musste die Benzinfässer vernichten. Okay. Habe ich darauf geachtet, was ich machen muss? Vielleicht habe ich das nicht. Vielleicht nicht. Okay, ich folge. Moore, ich gebe schon Deckung. Ich will die Bunkertür offen sehen. Ja, Sir. Na los, mach auf. Okay, geh rein. Oh, shit. Warum bin ich eigentlich schon wieder alleine hier drin? Ich erkenne hier langsam ein Muster. Ja, dann müssen Sie aber auch mal reingehen, Captain. Sie müssen auch einfach mal rein. Okay, ich habe ein paar Karten. Jungs, wo sind sie hin? Ach, hier. Captain? Man braucht uns in der Stadt, Sir. Deutsche Panzer scheinen sich von Osten her unserer Position zu nähern. Sieht nach einem verdammt harten Kampf aus, Jungs. Bringen Sie uns weg, Private. Sofort, Sir. Das ist doch der gleiche Synchronsprecher, oder was? Los, wir sind hier fertig. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist doch 1:1 der gleiche Synchronsprecher wie in Modern Warfare, oder was? Es klingt jedenfalls so. Aber gut, okay, das war die erste Mission der Britenkampagne. Hat mir bis dato sehr gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich, bye bye.